Ich muss euch unbedingt mal die Drachenfrüchte zeigen. Das letzte Video vom Gerüstbau ist schon über 3 Monate her und ja, ich muss unbedingt zeigen, wie sich die Pflanzen in der Zwischenzeit gemacht haben. Je nach Sorte sind die unterschiedlich stark gewachsen. Ein paar sind super wüchsig, die haben die Spitze des Gerüstes schon erreicht und verzweigen sich. Das sieht man hier richtig gut. Das ist nicht die Sorte Condor, sondern auf der anderen Seite eine. Und ursprünglich hatte ich ja vorgehabt, nur eine Sorte pro Gerüst zu pflanzen. Was auch empfohlen wird, dann spätestens, wenn man Stecklinge schneiden möchte oder die Blüten bestäuben muss, von bestimmten Sorten zumindest, wird es etwas kompliziert und verwirrend. Man kann sich aber die Triebe entsprechend markieren und so den Überblick behalten. Und das werde ich wahrscheinlich machen. Das Problem war, dass ich mich auf 20 Sorten beschränkt habe. Also 20 hätte ich gerne in der Sammlung und ich will nicht, dass es ausartet, was leider sehr schnell passieren kann. Denn es gibt auch hier immer wieder neue Züchtungen und die sehen alle ganz spektakulär aus. Teilweise mit gelber Schale und pinkem Fruchtfleisch, also so richtig knallig. Das ist nur eine von denen, die gerade im Netz rumwandern. Ich weiß jetzt den Sortennamen gar nicht. Ja, zum einen bedeutet das natürlich 20 Kübel, wenn ich das nur pro Sorte bepflanzen würde. Und das ist zum einen ein Haufen Arbeit, dann kostet es einiges. Und wenn die Gerüste voll bewachsen sind, nehmen die natürlich um einiges mehr Platz weg. Und das habe ich gerade nicht. Wenn ich 20 Kübel in die Garage schleppe, dann passt das Auto wahrscheinlich nicht mehr rein. Und die müssen ja auch entsprechend belichtet werden, weil wir die nicht draußen überwintern können. Und daher sind jetzt 4 Sorten pro Kübel bepflanzt. Wir gucken gerade mal hier hin. Die Sorte Condor ist dieser Steckling. Den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst hier oben gekappt. Man wartet immer, bis der Steckling ein bisschen über dem Holz ist, damit er sich schöner verzweigt, beziehungsweise die Triebe direkt liegen. Die wachsen jetzt hier sehr aufrecht. Da muss ich ein bisschen warten, bis die etwas länger sind. Teilweise legen die sich von alleine um. Es gibt aber auch Leute, die hängen Gewichte dran. Leere Plastikflaschen sind da zum Beispiel sehr gut, wenn man natürlich das Gewicht variieren kann. Hier sind jetzt sehr schöne Triebe. Welche Sorte ist das? Assunta 3. Eine tolle Sorte mit knallig pinken Blüten. Das ist nur vorübergehend. Ich hatte die Namen oder die Plätze alle vergeben. Es sind noch nicht alle Plätze entsprechend bepflanzt. Es gibt einen Steckling, den versuche ich gerade noch zu bekommen. Da muss ich noch ein bisschen Geduld haben. Und der andere, da ist wirklich ganz schweres Rankommen. Das ist Ohana Express. Und Leute, die die haben, verkaufen die aktuell nicht. Und in den Online-Shops ist die immer direkt ausverkauft. Deswegen dauert es wahrscheinlich noch bis zum nächsten Jahr, vermute ich. Und ja, ich hatte die Namen ursprünglich mit Edding dran geschrieben, weil die Sonne hier so extrem ist, sind die schon ausgeblichen und teilweise stehen die Namen auf den Steckling nicht drauf, beziehungsweise verblassen da auch schon. Die haben hier zumindest im Süden dieses Pfandsystem nicht, deswegen habe ich einfach diese Label aus alten Getränkedosen gemacht und ich habe mir immer noch dazu notiert, was besonders ist. Also die bräuchte jetzt eine Bestäubersorte, auch bei den Sorten, die selbst fruchtend sind, muss man per Hand bestäuben, wenn die Insekten das nicht übernehmen. Ja, wir haben hier ein paar tolle Sorten. Normalerweise müsste ich die Triebe, die hier unten kommen, abschneiden. Sorry, es ist früh am Morgen. Ich versuche das Video zu drehen, bevor die Sonne kommt und mich verbrennt. Genau, hier muss ich noch mal ran, die Triebe unten wegschneiden, damit sich das Wachstum oben konzentriert. Den Trieb schneide ich auch weg. Man kann die natürlich direkt wegschneiden oder wenn es besondere Sorten sind, kann man auch warten, bis die groß genug sind zum Bewurzeln. Dann hat man einen zweiten Steckling. So soll es später mal aussehen. Das ist Schieferplatte, da hatten wir Reste eingraviert und dann mit so einem wetterfesten Marker. Der Stern bedeutet für mich, dass die Sorte selbstbestäubend ist.
Ich mache wahrscheinlich nochmal ein zweites Video, wo ich euch die Sorten vorstelle, die ich habe. Nicht alle waren gewollt, sage ich mal. Zum Beispiel die Giant Vietnamese, die hatte ich zwar in Deutschland und war sehr stolz auf die Pflanze. Das ist aber die, die man im Supermarkt als Frucht erhält. Also diese weißfleischige, eher fad schmeckende. Und es ist eigentlich schade, dass gerade diese Sorte die Drachenfrüchte repräsentiert, denn es gibt geschmacklich so viele Unterschiede. Es gibt Sorten, die sollen Richtung Weintraube oder sogar Litschi schmecken. Dann Wassermelone, da gibt es ein paar, die so einen kleinen Hauch davon haben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, die Sorten zu probieren. Irgendwann ist es ja soweit, dass die Pflanzen blühen. Und ja, apropos blühen, guckt mal hier drüben. Das ist die aktuell einzige Sorte, die für mich blühen möchte. Die habe ich als Steckling im letzten Jahr bekommen. Und die hat im Gewächshaus überwintert, in so einem normalen 5-Liter-Topf, ohne jetzt groß beachtet zu werden. Und ja, hier im Gerüst geht es ihr ganz gut. Schaut mal, wie groß die schon sind. Das ist die Sorte Connie Mayer. Die bekommt richtig tolle, große, pinke Blüten. Bin sehr, sehr, sehr gespannt und möchte euch die unbedingt zeigen. Es dauert noch ein paar Tage, bis die sich öffnet. Deswegen wird das ein separates Video. Das ist leider eine Sorte, die bestäubt werden muss. Und da das gerade meine einzige ist, muss ich mir den Pollen irgendwo besorgen. Ich habe eine Quelle und eventuell schickt mir die Person ein bisschen was. Das ist ein bisschen komplizierter, weil der Pollen kühl gehalten werden soll. Also wahrscheinlich mit Eis versendet. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Und die Triebe hingen zu Beginn sehr viel voller. Ich habe das jetzt ein bisschen reduziert auf nur 2 Knospen pro Trieb, damit das auch eine Chance gibt, dass die sich völlig entwickeln. Das ist für mich sehr aufregend, weil das die ersten Blüten sind, die ich live sehen werde. Denn die Pflanze, die ich in Deutschland hatte, hat ihre Knospen leider abgeworfen. Da waren die sehr viel kleiner als die hier. Ich zeig noch mal kurz. Die ist ja vielleicht 10 cm lang jetzt. Die öffnen sich nachts. Wir werden das Gebiet hier entsprechend beleuchten, denke ich. Und dann ja, hoffe ich, dass es mit dem Pollen klappt, dass ich euch ein Video drehen kann. Und es ist super, super aufregend für mich. Ja, das ist eine Sorte, die gar nicht so stark wächst. Das sind die 2 alten Triebe und dann hat die nur ein paar neue oben dran. Und ich wollte euch kurz nochmal so ein paar, ja, Schadstellen, Pflegefehler zeigen. Bin ja auch noch am Lernen. Wie ihr im Hintergrund seht, noch sehr, sehr viel Arbeit. Wir sind gerade am Neugestalten der Beete. Haben noch viel mehr, was ausgepflanzt werden muss vor dem Winter. Es ist so viel zu tun. Aber eins nach dem anderen. Ja, jetzt wird es ganz gut belichtet hier. Mein Handy ist unmöglich. Anstatt auf das Wichtige zu fokussieren, ist natürlich das olle Gras in den Fugen interessanter. Ich hoffe, ihr erkennt es trotzdem. Das sind nochmal von vorne. Jetzt seht ihr es ganz deutlich. Das sind diese Kupferflecken oder ja, Rostflecken. Das ist ein Pilz, der die Pflanze befällt, wenn die Pflanze unter Stress steht. Das ist immer ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass man was ändern muss. Die kommen häufig davon, wenn die Pflanze zu nass steht. Aber das ist eigentlich das geringere Übel, denn oft, gerade bei Staunässe, die länger anhält, fangen die Triebe an, von unten her zu verfaulen. Und dann fängt man praktisch von vorne wieder an. Man muss dann einen neuen Steckling schneiden, den wieder bewurzeln. Bis alles wieder groß gewachsen ist, geht einige Zeit ins Land. Deswegen achtet darauf, dass die Pflanzen keine Staunässe haben und dass sie zwischen den Gießgängen immer abtrocknen können. Ich habe bei mir ins Substrat Perlite mit reingemischt und das sorgt dafür, dass das Substrat relativ schnell wieder austrocknet. Auch wenn wir jetzt ziemlich viel Regen hatten, hat das immer ganz gut funktioniert. Die Rostflecken können auch davon kommen, dass die Pflanze nicht ausreichend gedüngt wurde. Das ist wahrscheinlich bei mir der Fall, denn ich muss unbedingt wieder ran. Aber irgendwie, weiß nicht, fehlt die Zeit. Am besten ist es, wenn man die abends düngt und dann alle 4 Wochen ungefähr. Also wir haben auch Hühner, ich könnte auch Hühnermist nehmen. Hühnermist kann man einfach alle 6 Monate so ein bisschen oben drauf verteilen. Wahrscheinlich mache ich das.
Und ja, wenn die Flecken noch klein sind, kann man die ganz gut behandeln. Wenn es jetzt so ein Seitentrieb ist wie hier, werde ich den abschneiden und entsorgen. Das ist eigentlich einer, den ich bewurzeln wollte, weil das eine tolle Sorte ist. Das ist Frankie's Red. Nach der habe ich lange gesucht, deswegen schmerzt es umso mehr. Man kann auch die Stellen großzügig mit einem scharfen Messer ausschneiden und die Schnittstelle mit Zimt bestreuen. Zimt wirkt unter anderem antibakteriell und hilft so ein bisschen bei der Heilung. Bei dem hier werde ich wahrscheinlich Kupferfungizid benutzen. Da haben wir zufällig eine Flasche hier. Es gibt auch, ich müsste schauen, wie der deutsche Name war. Hydrogen Peroxide wird hier mit Wasser vermischt und benutzt, weil das günstiger ist. Und hier in den Staaten hat es jeder im Haushalt. Wir haben auch ein paar Flaschen davon. Hier seht ihr nochmal kurz das Substrat. Der Anteil der Perlite ist ziemlich groß. Und ihr seht, wie trocken das wieder mittlerweile ist. Dann, was auch häufig vorkommt, ist zum einen Insektenfraß. Schnecken gehen sehr gerne an Drachenfrüchte ran, an die Triebe zumindest. Das ist jetzt hier aber wahrscheinlich eher ein Sonnenbrand. Das wird dann so richtig dünn und ist wie so eine Haut. Ja, man erkennt es nicht so gut. Da war ich ein bisschen zu voreilig und habe die Pflanzen zu schnell rausgestellt, beziehungsweise es war bewölkt. Wir waren dann nicht zu Hause und dann hat die Sonne gebrannt. Aber das ist jetzt gar nicht weiter tragisch, das beeinträchtigt die Pflanze nicht. Sieht halt nur unschön aus. Und hier oben, das war auch so eine Stelle, da hatte ich überlegt, die rauszuschneiden, weil ich mir nicht sicher war, ob es ein Pilz war oder nicht. Das war letztendlich auch bloß ja, Sonnenbrand, vermute ich. Könnte man auch noch schöner wegschneiden, aber ich wollte jetzt hier nichts weiter dran machen, weil das der Trieb ist, der gerade blüht. Und sieht man das hier oben, war auch irgendwo, ja, hier sieht man es, ist auch dieser Rostpilz, aber da werde ich, vielleicht, ich weiß nicht, aber der wird gelb an der Stelle. Ich werde den auch einfach wegschneiden, dann habe ich die Gefahr nicht, dass da was nicht funktioniert. Ja, sehr, sehr aufregend. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und dann gibt es recht bald ein neues Video, denn ja, in einer Woche ungefähr sind die geöffnet. Und dann kann ich euch entweder immerhin die Blüte zeigen oder vielleicht auch die Bestäubung. Und dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche bestimmten Pflanzen in den Videos sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich gucke, dass ich etwas regelmäßiger Videos hochlade. Ist gerade wieder ein bisschen viel, weil wir sehr viel Arbeit haben. Wir haben auch sehr viele Verkäufe gerade, was natürlich gut ist. Aber es sieht so aus, als müssten wir ein zweites Gewächshaus aufbauen lassen. Denn wenn wir das jetzt übernehmen, dauert es wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Ja, hier sind sehr viele Insekten, denn die Knospen sondern ja, ein süßes Sekret ab. Die Ameisen sind jetzt gerade hier nicht so zu sehen, aber die sind sonst immer komplett, da ist eine, komplett an den Knospen und auch ja, verschiedene Wespenarten sind hier häufige Besucher.